Ja, liebe Freunde, so war das im Mittelalter. Jetzt aber, kurz nach der Jahrhundertwende, wollen die Menschen lieber selber ihres Glückes Schmied sein. Wie aber stellen sie sich dabei an? Wir schreiben das Jahr 1509. In Augsburg gibt der Apotheker Johann Heibler ein Druckwerk in Auftrag. Der Autor? Unbekannt. Der Titel? Fortunatus. Schauen wir doch einmal hinein. Der einstmals reiche Bürger Theodorus hat sein gesamtes Vermögen durchgebracht. Sein Sohn Fortunatus beschließt, in die Welt zu ziehen und sein Glück zu machen. Im Hafen nimmt er das erstbeste Schiff und tritt in die Dienste des Grafen von Flandern, wo er sich allerdings nicht nur Freunde macht. Er geht nach London, wo er in schlechte Gesellschaft und schlimme Intrigenhändel gerät. Bei Nacht und Nebel gelingt Fortunatus die Flucht. Im finsteren Wald verirrt, entgeht er nur knapp einem vorbeikommenden Bären und trifft dann auf die Jungfrau des Glücks, die ihn aus ihren verschiedenen Gaben wählen lässt. Fortunatus wählt Reichtum und sie schenkt ihm ein Säckchen, darinnen das Geld nie alle wird. Aber auch mit dem neuen Reichtum wird Fortunatus nicht glücklich. Ein Gastwirt, bei dem er mit seinem treuen Diener Lüpold einkehrt, will das Säckchen stehlen. Es kommt zu einem unschönen Zwischenfall und wieder muss Fortunatus fliehen. Zwischendurch überlegt er, ob es in jenem Wald nicht besser gewesen wäre, Weisheit zu wählen. Fürs Erste beschließt er, den Ball flach zu halten und mit seinem Reichtum nicht so anzugeben. Er kehrt zurück nach Zypern und heiratet die schöne Kassandra, mit der er zwei Söhne hat, Ampedo und Andalusia. Aber wieder zieht es Fortunatus in die Ferne. Bei einem Besuch in Alexandria zeigt ihm der Sultan voll Stolz sein Wunschhütchen, mit dem man flugs an jeden Ort der Welt gelangen kann. Fortunatus ist begeistert. Der ist ja toll. Darf ich den mal aufprobieren? Du elender Halunke! So gehen die Jahre ins Land. Fortunatus lebt glücklich, wohlhabend und zufrieden mit seiner Familie. Aber ach, zuerst stirbt ihm seine Frau und dann er selbst. Vorher vermacht er Säckchen und Hut an seine beiden Söhne. Und nun? Tja, Fortunatus hatte immerhin mit der Zeit gelernt, wenigstens halbwegs klug mit seinem Reichtum umzugehen. Seinem Sohn Andalusia steht diese Lektion noch bevor. In England verliebt er sich in die Tochter des Königs und lässt sich von ihr das Geldsäckchen klauen. Schön blöd. Mit Hilfe des Hütchens entführt er sie. Aber durch einen dummen Zufall kommt sie ihm wieder abhanden. Ach, wäre ich doch bei meiner Mutter! Währenddessen entdeckt er das Geheimnis eines magischen Apfelbaums. Er entführt die Prinzessin ein zweites Mal und lässt ihr Hörner wachsen. Dann nimmt er ihr das Geldsäckchen ab und bringt sie in ein irisches Kloster. Und zahlt sogar Bargeld her, dass man sie dort behält. Na, er hat's ja. Die ist froh, dass er ihr das Leben gelassen hat. Und wo sollte sie schon hin mit ihren Hörnern? Andalusia kehrt zurück zu seinem Bruder nach Zypern. Der König aber hat die Tochter des Königs von England als Braut für seinen Sohn ausersehen. Also fliegt Andalusia wieder zurück, macht sie stadtfein, indem er ihr die strafenden Hörner wieder wegzaubert und nimmt sie mit nach Famagusta. Bei der großen Hochzeitsfeier tut sich Andalusia im Turnier hervor und zieht den Neid anderer Edelleute auf sich, die ihn auf dem Heimweg entführen und gefangen setzen. Als der daheimgebliebene Bruder Ampedo von dem Anschlag erfährt, fürchtet er, man könnte auch ihn holen kommen und gar foltern. Wegen des Zauberhutes. Schnell und gründlich vernichtet er das gute Stück und stirbt vor Gram. Andalusia indessen verrät das Geheimnis des Säckchens, das die Schurken ihm sogleich abnehmen, um ihn dann zu ermorden. Was sie nicht wussten, mit dem Tod beider Brüder stellt das Säckel seinen Dienst ein und ist wertlos geworden. Tja, schöne Pleite. Dann werden die beiden Schurken auch noch als Mörder verurteilt und so hat am Ende keiner was von der Geschichte gehabt. Naja, vielleicht der Leser. Ja, liebe Freunde des unverhofften Glücks, Sie sehen schon, in diesem Buch geht's drunter und drüber. Da wünsche ich mir die Zeiten zurück, als noch alles seine Ordnung hatte. Aber urteilen Sie selbst und schauen Sie doch mal rein. Ich meine natürlich, falls Sie des frühen Neuhochdeutschen mächtig sind. Ich jedenfalls verabschiede mich und verbleibe bis zum nächsten Mal in steter Treue, Ihre Fortuna.